Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich zeige euch heute die für mich beste Puder-Foundation für trockene und reife Haut, die nicht in die Fältchen kriecht. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Das geht ganz einfach, ihr klickt einfach den Button abonnieren, dann klickt ihr das Glöckchen und schon verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich lade immer zweimal in der Woche ein Video hoch, immer mittwochs und sonntags. Und jetzt kommt noch der kleine Disclaimer wie immer. Dies ist keine bezahlte Werbung, keine bezahlte Kooperation oder ähnliches. Alles, was ich heute benutze, habe ich auch alles selbst ausgesucht, selbst gekauft und selbst bezahlt. Und jetzt starten wir mit dem Video. Ich habe kürzlich die neue Puder Foundation von Manhattan getestet. Und das Video verlinke ich euch gerne hier oben. Da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr es verpasst haben solltet. Und ich wurde mehrfach gefragt, welches ist denn jetzt für dich die beste Puder Foundation? Und da gibt es für mich ganz klar einen absoluten Gewinner. Und den möchte ich euch heute gern zeigen. Die für mich schönste und auch beste Puder Foundation für trockene Haut bzw. auch für reife Haut, das ist meines Erachtens die Pure Finish Mineral Powder Foundation von Elizabeth Arden. Das ist nämlich diese hier. Diese Foundation habe ich tatsächlich eher durch Zufall mal entdeckt. Die hatte ich mal irgendwo bestellt und ich hatte sie in der Farbe 4 bestellt. 4 passt bei mir im Sommer richtig, richtig gut, ist mir aber im Winter definitiv zu dunkel. Ich war ganz lange auf der Suche nach helleren Farben, aber irgendwie waren die überall ganz lang ausverkauft. Und dann ist die Foundation auch wieder ziemlich in Vergessenheit geraten. Ich habe sie aber wirklich sehr lange, sehr, sehr gern getragen. Und gerade kürzlich bin ich auf dem Online-Shop von Notino gewesen. Und da habe ich gesehen, dass es die Elizabeth Arden Mineral Foundation, also diese hier, dass es die auch in den helleren Farben da gibt. Und dann habe ich natürlich gleich mal zugeschlagen. Bestellt habe ich die Farbe 2. Die passt mir also im tiefsten Winter, wenn ich gar nicht gebräunt bin, richtig gut. Und ich habe mir noch zusätzlich bestellt die Farbe 3, die passt aktuell gut. Also wenn ich nicht mehr wirklich gebräunt bin vom Sommer, aber auch noch nicht so richtig weiß bin wie im Winter, dann ist das eigentlich die beste Farbe für mich. Diese Puder Foundation sitzt wirklich unfassbar schön und sowas von leicht auf der Haut. Sie deckt trotzdem gut ab. Und ich persönlich finde einfach auch, dass sie bei trockenen Hautstellen sich nicht absetzt. Im Gegenteil, also sie wird diese trockenen Hautstellen nicht hervorheben. Und auch bei reifer Haut verschwindet sie definitiv nicht in den Fältchen oder sieht nicht trocken und pudrig aus, sondern wirklich total natürlich. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Die Foundation kommt hier zum Aufklappen und dann hat man hier innen drin so eine Mühle, mit der man dann quasi das Produkt frisch rausmalen kann. Also man dreht hier so. Und dann malt sich hier innen drin das Puder direkt in die Dose rein. Das ist eine sehr saubere und schöne Sache. Wenn ihr so ein Puder mit auf Reisen nehmt, dann habt ihr halt keine Sauerei in der Dose oder nachher, wenn das mal aufgehen sollte, in eurer Tasche. Das finde ich echt eine ziemlich coole Sache. Man braucht von dem Puder auch wirklich nur ganz, ganz wenig. Das, was ich jetzt hier rausgedrückt habe, das ist viel zu viel, das reicht für dreimal. Die Foundation lässt sich hier am besten mit so einem festgebundenen kleinen Pinsel auftragen. Das erzeugt aus meiner Sicht einfach die beste Deckkraft und auch die schönste Einarbeitung auf dem Gesicht. Unter den Augen und auch hier an der Nase benutze ich ganz gern mal noch einen kleineren Pinsel. Da benutze ich ganz gern diesen hier. Das ist einer von Rossmann, von der Eigenmarke von Rossmann. Das ist also auch ein sehr festgebundener Pinsel, aber viel, viel kleiner als der andere. Und damit komme ich einfach an diese etwas schwer erreichbaren Stellen gut hin. Dieser Pinsel hier, das ist ein No-Name-Produkt. Ich glaube, den gibt es auch bei Rossmann. Ich habe den mal irgendwann bei eBay bestellt, eben für so eine Puder Foundation. Ich habe festgestellt, damit funktioniert die Puder Foundation auf jeden Fall am allerbesten. Als erstes nehme ich jetzt das Puder auf und da gehe ich einfach in diesem Döschen rein und arbeite mir das schön in den Pinsel ein. Wie gesagt, das, was ich da rausgemahlen habe aus dieser Foundation, das ist fast schon zu viel. Das reicht mir für mehrere Male. Und wenn ihr den Pinsel gut eingearbeitet habt, dann geht ihr damit einfach direkt aufs Gesicht.
Ich habe jetzt einmal eine Hälfte vom Gesicht eingearbeitet, damit ihr mal den Unterschied sehen könnt. Ich finde, die Foundation hat jetzt wirklich super, super schön die Rötungen hier alle ausgeglichen. Auch hier an der Nase. Hier oben habe ich zum Beispiel ein paar trockene Stellen. Die sieht man gar nicht. Also wirklich, wenn ich extrem nah an den Spiegel rangehe oder einen Vergrößerungsspiegel hole, dann sieht man es ein bisschen, aber ansonsten sieht man das zum Beispiel mit dieser Puder Foundation gar nicht. Das Finish jetzt auf der Haut, das ist auf jeden Fall ultra natürlich und ich finde, es ist nicht zu matt. Es ist immer noch ein bisschen glowy und die Haut scheint auch noch so ein bisschen durch. Das macht das Ganze einfach ultra natürlich. Eingearbeitet habe ich das Ganze in kreisenden Bewegungen. Das habt ihr gesehen, ich bin hier richtig schön drüber gegangen, habe das Ganze schön aufgepresst und habe richtig schön eingearbeitet und so erziele ich eigentlich das beste und schönste Ergebnis bei einer Puder Foundation. Ihr könnt natürlich unter so einer Puder Foundation auf jeden Fall einen normalen Concealer benutzen. Ich mache das grundsätzlich nicht, weil ich finde, dass es zu doll ist. Wenn ihr Augenringe habt und die gerne abdecken möchtet, dann kann ich euch empfehlen, benutzt lieber einen Color Corrector. Da gibt es ja auch aktuell einen sehr schönen von Catrice. Ich benutze hier immer einen von Bobbi Brown, der dann eben entsprechend die Verfärbungen am Auge kaschiert. Diesen Color Corrector hier benutze ich zum Beispiel nicht immer. Den benutze ich wirklich nur dann, wenn ich auch wirklich Augenringe habe, wenn ich schlecht geschlafen habe oder sonst irgendwie es mir nicht gut geht und ich eben hier Verfärbungen habe. Dann benutze ich sowas ganz gerne. Ansonsten habt ihr gesehen, die Puder Foundation kam auch mit leichten Augenschatten ganz gut klar. Im Übrigen habe ich hier unter der Foundation kein Primer oder irgendwas Besonderes drauf, sondern da ist wirklich nur meine ganz normale Hautpflege drunter. Und ich habe sonst wirklich nichts anderes aufgegeben. Das ist auch von mir eine Empfehlung, wenn ihr eine sehr trockene Haut habt, dann pflegt einfach unter so einer Puder Foundation eure Haut richtig schön und dann solltet ihr damit auch kein Problem haben. Ich mache jetzt noch die zweite Seite hier einmal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Die zweite Hälfte ist jetzt auch eingearbeitet und ihr könnt sehen, wie natürlich dieses Ergebnis auf der Haut aussieht. Das Ganze fühlt sich auch sehr leicht an, also man fühlt wirklich nichts im Gesicht. Das fühlt sich an wie vorher. Also es fühlt sich an, wie wenn nichts auf dem Gesicht drauf ist, außer meine Hautpflege. Und es ist nicht speckig, es ist nicht trocken, es ist nicht pudrig. Es ist einfach wie eine zweite Haut. Ich benutze sehr gerne solche Puder-Foundations, weil die einfach unfassbar schnell eingearbeitet sind. Gerade wenn ich morgens nicht viel Zeit habe, dann benutze ich ganz gerne diese Foundation, weil die halt einfach ruckzuck eingearbeitet ist. Zusätzlich muss ich nicht irgendwie besonders aufpassen mit dem Einarbeiten und Verblenden. Und ich kann relativ unproblematisch und wirklich völlig unkompliziert mit so einem Pinsel arbeiten, ohne dass ich da irgendwie feinmotorisch drauf achten muss, wie ich das Ganze im Gesicht aufgebe. Deswegen ist es für mich einfach ein sehr schnelles Produkt, was morgens schnell geht, wenn ich nicht viel Zeit habe. Auf dieser Foundation verblenden sich Bronzer, Blush und Highlighter wirklich super, super schön und unfassbar natürlich. Und das zeige ich euch jetzt auch gerne mal. Ich benutze dazu heute aus der Tamtam Palette Bronzer und Blush. Das ist diese Tamtam The Classics Palette. Darüber habe ich schon ein ganzes Video gemacht. Wenn ihr das verpasst habt, schaut auf jeden Fall da vorbei. Ich verlinke es euch hier. Eine der schönsten Paletten, die es gibt. Highlighter werde ich aus meiner Luminize Palette benutzen. Wie immer, das ist die Palette von Catrice. Bronzer, Blush und Highlighter sehen jetzt super, super natürlich aus
Und wenn ihr da auch mal gepatzt habt, dann ist es wirklich ganz einfach zu beheben, indem ihr einfach nochmal mit den Resten von eurem Foundation-Pinsel drüber geht und an den Kanten so ein bisschen entlang geht. Ihr müsst gar nicht großartig sauber arbeiten, denn mit so einer Puder-Foundation ist das Ganze alles ziemlich unproblematisch. Zusammen mit dem Highlighter hat das Ganze jetzt auch auf dem Gesicht richtig, richtig schönen Glow gegeben. Und das sieht super, super schön und natürlich aus. Ich habe die Puder Foundation im Übrigen auch schon mehrfach in Fotoshootings getragen. Gerade wenn man ein natürliches Finish erzeugen möchte, dann ist diese Foundation auf jeden Fall super geeignet. Ich blende euch hier gerne mal noch ein paar Bilder ein und ich mache in der Zwischenzeit mein komplettes Make-up einmal fertig. Ich habe mein Make-up jetzt einmal komplett fertig geschminkt und jetzt fasse ich einmal für euch kurz die Eigenschaften der Puder Foundation von Elizabeth Arden zusammen. Die Puder Foundation hier von Elizabeth Arden ist meiner Meinung nach die beste für trockene und auch für reife Haut, denn die sitzt so ultra dünn und leicht auf der Haut, dass sie weder hier in Linien und Fältchen kriecht, noch setzt sie sich eben an trockenen Hautstellen ab. Ich persönlich finde, die Foundation hinterlässt ein super schönes, ebenmäßiges Finish. Sehr, sehr natürlich, nicht zu matt und nicht zu pudrig. Sie fühlt sich außerdem null trocken auf dem Gesicht an. Man spürt eigentlich überhaupt nicht, dass man irgendwas aufs Gesicht gegeben hat, außer vielleicht der Hautpflege. Die Deckkraft ist leicht bis mittel und lässt sich gut aufbauen. Das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man muss mit dieser Foundation auch nicht besonders präzise oder feinmotorisch arbeiten. Man nimmt einfach hier einen festgebundenen Pinsel und geht damit in kreisenden oder tupfenden Bewegungen über die Haut und kann die Foundation relativ unkompliziert und sehr schnell einarbeiten. Deswegen ist es für mich auch ein super gutes Produkt für den Alltag, wenn es schnell gehen muss, wenn ich nicht viel Zeit habe und wenn ich trotzdem Rötungen und auch Augenschatten oder Unebenheiten in meinem Gesicht ausgeglichen haben möchte. Das ist für mich wirklich ein absoluter Vorteil, dass diese Foundation so ultraschnell über die Haut geht und dass ich da gar nicht irgendwie besonders aufpassen muss, was und wie ich wohin verblende, sondern es geht zack, zack und ist einfach super schnell fertig. Auch Bronzer, Blush und Highlighter verblenden sich super schnell und ganz einfach mit dieser Foundation. Man muss auch hier nicht besonders aufpassen, was man wohin setzt, sondern man kann relativ grobmotorisch arbeiten und man kann bei dieser Foundation dann einfach mit dem Pinsel nochmal über irgendwelche Stellen drüber gehen, wo man vielleicht nicht so präzise gearbeitet hat. Das geht also sehr, sehr unkompliziert und auch wieder super schnell. Das Ergebnis von Bronzer, Blush und Highlighter mit dieser Puder Foundation ist auf jeden Fall sehr soft und sehr natürlich und es verblendet sich sehr ebenmäßig ohne harte Kanten. Der einzig wirklich große Nachteil an dieser Foundation hier von Elizabeth Arden, das ist einfach der Preis. Der Preis liegt bei Notino bei 34,90 €, das ist schon wirklich viel Geld. Allerdings muss ich gestehen, ich brauche bei dieser Puder Foundation nicht viel Produkt. Das ist wirklich ultra sparsam. Ich habe selten eine so sparsame Puder Foundation benutzt. Von daher muss ich wirklich sagen, auch die erste Dose, die ich da bestellt hatte in der Farbe 4, die hält mir schon wirklich seit Jahren. Und ich benutze sie wirklich sehr regelmäßig und sehr viel. Also von daher, wenn man natürlich den Preis dann auf die Zeit sieht, wie lange man das Produkt nutzt oder nutzen kann, ist es vielleicht auch wieder gerechtfertigt. Ist aber natürlich im ersten Moment einfach viel Geld. Das muss man auch bereit sein auszugeben. Ich kann das auch verstehen, wenn einige sagen, das ist mir zu teuer oder würde ich nicht ausgeben für eine Foundation. Wenn ihr aber ein paar Euro übrig habt und eine schöne Puder Foundation ausprobieren wollt, dann schaut euch die gerne mal an. Das ist von mir definitiv eine sehr große Empfehlung. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen inspirieren und euch die Puder Foundation hier von Elizabeth Arden etwas näher bringen. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.